Proteste von Atomkraftgegnern verzögern die Ankunft eines Atommülltransports in Lubmin bei Greifswald. Der Zug bringt vor allem Brennstäbe aus dem Kernforschungszentrum Karlsruhe in das Zwischenlager Nord nach Mecklenburg-Vorpommern. Zwischenzeitlich war der radioaktive Abfall im französischen Cadarache deponiert worden. Zur Sicherung des Transports sind mehr als 3000 Polizisten im Einsatz. Der Atommülltransport durch Mecklenburg-Vorpommern. Bis Lubmin funktioniert alles fast reibungslos. Kurz vor dem Zwischenlager Nord, 200 Demonstranten blockieren die Gleise. Polizeibeamte lösen die Protestaktion auf. Größere Probleme gibt es am Abend einige hundert Meter weiter. Zwei Aktivisten von Robin Wood haben sich an die Schienen gekettet. Da sind unsere Spezialisten jetzt noch mal dran und die versuchen natürlich das Möglichste, weil bei dieser Witterung das auch nicht ganz einfach ist für die betroffenen Personen, die hier im Gleisbereich liegen. Ziel des Castortransportes, das Zwischenlager Nord bei Lubmin, seit 1997 in Betrieb. Jetzt soll hier radioaktives Material aus westdeutschen Atomanlagen, vor allem vom Forschungszentrum Karlsruhe, gelagert werden, obwohl ursprünglich nur Atommüll der DDR-Kraftwerke Rheinsberg und Lubmin vorgesehen war. Lange Jahre hat sich die Bundesregierung auch daran gehalten, jetzt nicht. Ich habe der Kanzlerin geschrieben, ich habe gesagt, wir möchten das hier nicht. Das ist einhelliger Wille auch der Regierung. Und mich ärgert, dass sich die Bundesregierung darüber einfach hinwegsetzt. Noch ist die Strecke vor dem Zwischenlager Nord nicht frei. Die 4 Castor-Behälter können laut Polizeiangaben aber noch heute eingelagert werden. Der Castor steht. Ein paar Kilometer vor dem Ziel haben ihn Aktivisten der Initiative Robin Wood doch noch ausgebremst. An die Gleise gekettet, die Unterarme zusätzlich einbetoniert. Um Stunden verzögert das die Weiterfahrt. Gleisblockade auch ein paar Kilometer weiter. Etwa 250 Atomkraftgegner harren über Stunden aus in Eis und Schnee. Die Bundespolizei gibt den Aktivisten zunächst Zeit für ihren stillen Protest. Auch wenn sie nur wenige sind, sie fühlen sich in diesen kalten Stunden nicht allein. Die Landesregierung steht hinter uns, das wissen wir, so wie auch ein Großteil der Bevölkerung. Wir hatten hier, und die Kirche steht auch hinter uns. In der Sache, dass der Castor hier völlig fehl am Platze ist und überall woanders auf der Welt auch. Dann beginnt die Räumung. Der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern hat gewarnt, die Kosten fürs Tragen vom Gleis müssen die Atomkraftkritiker selbst mittragen. Jeder wird fotografiert und registriert. Der Castor-Transport war insgesamt 1700 Kilometer gerollt. Ins Stocken geriet er erst im Osten Deutschlands. Die Aktivisten sehen das als Erfolg angesichts der massiven Polizeipräsenz. 4000 Beamte waren allein in Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz. Am Ziel, dem Zwischenlager Nord, ist der Transport noch immer nicht. Hier lagern bereits 65 Castoren aus früheren DDR-Kernkraftwerken. Nun kommen erstmals 4 weitere aus westdeutschen Anlagen hinzu. Wann der Castor wieder rollt, ist noch nicht absehbar. Und tatsächlich, es hat auf den letzten Kilometern zwischen Greifswald und Lubmin die angekündigten friedlichen Proteste gegeben. Die haben den Zug aufgehalten, bis zu der Blockade, mit der eigentlich keiner mehr gerechnet hat. Hier für Sie die Bilder von den Blockaden, die es heute hier auf dem letzten Ende gegeben hat. Seit den Mittagsstunden harren sie auf den Schienen bei Krippelin aus, trotz klirrender Kälte. 200 friedliche Demonstranten blockieren die Gleise 5 Kilometer vor dem Ziel. Sie blockieren mit ihrer Versammlung den Transportweg des Castor-Behälters. Ihre Versammlung ist jetzt aufgelöst. Wer nicht freiwillig geht, landet im Polizeigewahrsam. Bis zum Abend sind es 160 Demonstranten. Fast zeitgleich in der Nähe von Greifswald, Greenpeace-Aktivisten seilen sich von einer Brücke ab. Auch hier bekommt die Polizei die Situation relativ schnell unter Kontrolle. Der Castor rollt vorerst, denn nur 2 Kilometer weiter bei Friedrichshagen die nächste Blockade. Hier dürfen wir erst nach einer halben Stunde Verhandlung drehen. 2 Robin Wood-Aktivisten haben sich an die Gleise gekettet. Wie die beiden das geschafft haben, Erklärungsversuche.
unter diesen Betonschwellen ist diese Vorrichtung irgendwie angebracht worden und das muss man jetzt dementsprechend mit Spezialwerkzeug erstmal lösen. Mitten im Wald, da steht er nun, der Castor, bewacht von etwa 300 Polizisten. Aufgehalten von lediglich zwei Atomkraftgegnern, nach 1500 Kilometern fast reibungsloser Fahrt quer durch Europa.